Es war der vorerst krönende Abschluss. Das Musical Alban und die Königin wurde am 22. Oktober zum letzten Mal aufgeführt. Es waren nur, aber immerhin 10 Vorstellungen, 6 im Mai, unsere Aufführung war dabei. Und jetzt im Oktober nochmal 4 Aufführungen hier in unserer Stadt Weißenfels. Hat riesig Spaß gemacht, das Team ist zusammengewachsen und zusammengeschweißt. Und jetzt haben wir uns wirklich die Kehle aus dem Leib gesungen. Man hört es an meiner Stimme, da ist nicht mehr viel da. Das ist nicht von einer Partynacht, sondern von vielen Musical-Aufführungen und ganz viel Spaß auch hinter den Kulissen und viel Arbeit. Und die Krönung war heute tatsächlich dann die Auszeichnung durch den Oberbürgermeister Herrn Risch, dass unser Team komplett alle, die mitgewirkt haben, weil es lebt nicht von 3-4 Leuten, alle durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen als Dankeschön dafür, dass wir dieser Stadt dieses Musical gewidmet haben. Wir waren bei der letzten Aufführung mit der Kamera dabei und kommen in einer der nächsten Sendungen darauf zurück.